Ein Kurs in Wundern. Vorwort. Dieses Vorwort wurde 1977 als Antwort auf die Bitte vieler Leser um eine kurze Einführung zu Ein Kurs in Wundern geschrieben. Die ersten beiden Teile, wie es dazu kam und was er ist, schrieb Helen Schuckman selbst. Der letzte Teil, was er besagt, kam durch jenes innere Diktat zustande, das im Folgenden beschrieben wird. Wie es dazu kam. Ein Kurs in Wundern begann mit dem plötzlichen Entschluss zweier Menschen, sich in einem gemeinsamen Ziel zu verbinden. Ihre Namen waren Helen Schuckman und William Thetford, beide Professoren für klinische Psychologie an der Medizinischen Fakultät der Columbia-Universität in New York. Wer sie waren, spielt keine Rolle, außer dass die Geschichte zeigt, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Sie waren alles andere als spirituell. Ihre Beziehung zueinander war schwierig und oft angespannt. Und es ging ihnen um Anerkennung und Status, persönlich wie beruflich. Im Allgemeinen hatten sie eine beträchtliche Investition in die Werte dieser Welt. Ihr Leben war schwerlich mit irgendetwas in Einklang, wofür der Kurs eintritt. Helen, die den Text empfing, beschreibt sich selbst so. Als Psychologin und Pädagogin, konservativ, was die Theorie anging, und in Glaubensfragen atheistisch, arbeitete ich in einem sehr angesehenen und hochgradig akademischen Rahmen. Und dann geschah etwas, was eine Kette von Ereignissen auslöste, die ich nie hätte voraussehen können. Der Direktor meiner Abteilung verkündete unerwartet, er habe die ärgerlichen und aggressiven Gefühle satt, die sich in unserer Haltung spiegelten, und schloss damit: Es muss einen anderen Weg geben. Als wäre dies mein Stichwort, willigte ich ein, ihm diesen Weg finden zu helfen. Offensichtlich ist dieser Kurs jener andere Weg. Obschon ihre Absicht ernst war, hatten sie große Schwierigkeiten, mit ihrem gemeinsamen Unterfangen zu beginnen. Aber sie hatten dem Heiligen Geist jene kleine Bereitwilligkeit gegeben, die, wie im Kurs selbst immer wieder betont wird, genügt, um ihn zu befähigen, jede Situation zu seinen Zwecken zu verwenden und sie mit seiner Macht auszustatten. Um mit Helens eigenen Worten fortzufahren: Der eigentlichen Niederschrift gingen 3 außergewöhnliche Monate voraus, und in jener Zeit schlug Bill mir vor, ich solle meine hochsymbolischen Träume aufschreiben und auch die seltsamen inneren Bilder beschreiben, die mir zuflossen. Auch wenn ich mich inzwischen etwas besser an das Unerwartete gewöhnt hatte, war ich dennoch äußerst erstaunt, als ich niederschrieb: Dies ist ein Kurs in Wundern. So wurde ich mit der Stimme bekannt. Sie war tonlos, schien mir aber eine Art schnelles inneres Diktat zu geben, das ich in einem Stenoheft
aufzeichnete. Es handelte sich nie um automatisches Schreiben. Es konnte jederzeit unterbrochen und später wieder aufgenommen werden. Es versetzte mich zwar in großes Unbehagen, aber mir kam nie ernsthaft in den Sinn, damit aufzuhören. Es schien ein besonderer Auftrag zu sein, den ich irgendwie irgendwo auszuführen eingewilligt hatte. Er stellte ein wahrhaft gemeinschaftliches Unterfangen zwischen Bill und mir dar. Und ich bin sicher, dass viel von seiner Bedeutsamkeit gerade darin liegt. Ich schrieb jeweils auf, was die Stimme sagte, las es ihm am nächsten Tag vor und er tippte es nach meinem Diktat in die Maschine. Ich nehme an, dass auch er seinen besonderen Auftrag dazu hatte. Ohne seine Ermutigung und Unterstützung wäre ich nie fähig gewesen, den meinen auszuführen. Der ganze Prozess nahm etwa 7 Jahre in Anspruch. Zuerst kam das Textbuch, danach das Übungsbuch und schließlich das Handbuch für Lehrer. Es wurden nur einige wenige unbedeutende Veränderungen vorgenommen. Im Textbuch wurden Kapitel und Untertitel eingefügt und einige der persönlicheren Hinweise, die zu Beginn auftauchten, sind weggelassen worden. Sonst ist das Material im Wesentlichen unverändert. Die Namen der beiden gemeinsam an der Niederschrift des Kurses Beteiligten sind auf der Titelseite nicht aufgeführt, weil der Kurs für sich stehen kann und soll. Er ist nicht als Grundlage für einen weiteren Kult gedacht. Sein einziger Zweck ist, einen Weg zur Verfügung zu stellen, der es einigen Menschen ermöglichen wird, ihren eigenen inneren Lehrer zu finden.